Manni die Giraffe. Vom Schaf zur Giraffe. Das gibt's nur bei Damakasch bei Sims 4. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Das ist mal wieder Zeit, dass ein Tier gerettet wird. Und guck mal, wie viele coole Tiere bei mir schon angekommen sind. Ich freue mich sehr. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt hier das Schaf. Also ich finde, es sieht eher aus wie ein Schaf, oder? Guck mal, die Zunge, der Knaller. Dieses, oh Gott, das ist ja aber ein frecher Hund. Oh Gott, ja, den will ich. Unbedingt. Zack. Manni ist das. Manni. Manni, ich werde dich retten. Und da ist Manni. Manni sah auf dem Bild aus wie ein Schaf. Jetzt sieht er eher ein bisschen komisch aus. Cooles Muster. Ihr hattet gesagt, ich soll keinesfalls die Schablonen benutzen. Das heißt auch für Ohren, Nase, Augen und so. Keine Schablonen, sondern alles von Hand. Nehme ich in Angriff. Ich habe meinen Timer am Start. Ich blende euch das natürlich auch wieder ein. Ist ja klar, ne? Und ich würde sagen, hier ist der Timer. Auf die Plätze. 10 Minuten laufen ab. Jetzt. Okay, ich fange mal wieder mit der Farbe an, weil das muss gemacht werden. Okay, das großer Pinsel und wir machen ihn mal erstmal braun. Oh Gott, diese Statur, ne? Der Burner. Also ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben. Ihr habt richtig coole Tiere gemacht. Wenn du auch mal mir ein Tier zuschicken möchtest bei den Sims 4, dann mach das doch einfach auch. Erstell ein Tier, was wirklich, wo du denkst, das wird schwer. Das kriegt sie nicht gerettet. So bunt und so verrückt, wie es auch nur irgendwie geht. Und dann benennst du den irgendwie, aber der Nachname sollte Tierrettung sein. Und dann wird vielleicht auch dein Tier von mir gerettet. Und hat dann hoffentlich keine grünen Ohren mehr. Ich hoffe mal, guck mal, wenn ich das mal nehme. Ich glaube, das malt ein bisschen flächendeckender. Leg dich mal hin, Manni. Du bist, glaube ich, noch ein bisschen blau am Bauch und grün an den Ohren. Und Manni. So. So, jetzt sieht Manni gleich immerhin nicht mehr aus. Oh, da ist noch da ganz grün. Nicht mehr aus wie ein Schaf, sondern hoffentlich bald wie ein Hund. Einmal Sitz machen, gucken, ob ich alles fertig habe. Ja, ich glaube schon hier die Öhrchen noch und da das Öhrchen noch. So, und nochmal hinstellen. Hier noch, na da oben. Und was ist, wenn er Männchen macht, der Manni? Oh, guck mal, da ist noch ein blauer Zupsel. So, ich glaube, die Farbe hätte ich schon mal, oder? Jetzt mache ich mich erstmal an Mannis Gesicht. Hallo Manni, ich muss mal in dein Gesicht. Und ich fange da auch mit der Detailbearbeitung an. Erstmal das Näschen. Das Näschen, so. Ich soll nicht so ganz, das ist ja eine Riesennase, guck mal. Und die Augen müssen etwas weiter auf. Manni hat bestimmt eigentlich total schöne, liebe Augen. Guck, so. Die Schnauze ein bisschen runter. Die Ohren mal ein bisschen so nach vorne. Ach Gott, die sehen ja echt, sind der Burner. Die Augen so ein bisschen und die Ohren müssten auch ein bisschen weiter. Guck mal, so einmal raus aus dem Betal. Jetzt sieht er bald aus wie ein Schweinchen. Oh Gott, so. Jetzt die Ohren. So und zack. Ja, so ist besser. Und Manni hat da noch ganz viel Dreck in den Ohren. So vielleicht. Und den Kopf ein bisschen runter. So. Guck mal, und die Schnauze ein bisschen kleiner von dem Manni. Ich finde eigentlich, ich muss mal in den Anstrichmodus. Ich finde eigentlich, hat Manni doch jetzt schon mal ein netteres Gesicht, oder? Jetzt machen wir die Öhrchen noch den Dreck raus. Also Manni sieht jetzt doch schon mal ein bisschen netter aus, oder? Mir gefallen die Augen noch nicht. Und ich bin sehr verleitet, die vorgefertigten Augen schon mal zu nehmen. Aber natürlich mache ich das nicht. Nein, schielen tut Manni natürlich nicht. Oh ja, so ein bisschen so vielleicht. Und nee, kann ich die aber...
Ja, ein bisschen größer. Guck mal, so ist doch besser, oder? Guck mal, dann kann ich hier in die Detailbearbeitung ein bisschen hier wieder zumachen, ne? So, so, oder? Ja, das finde ich sieht doch schon ganz nett aus. Die Lefzen, ah, Manni, der Hundi. So. Sieht ein bisschen aus. Hast du als Vorlage da einen Pitbull genommen? Das könntest du mir mal schreiben. Finde ich, ne? Sieht ein bisschen aus wie ein Pitbull. So. Und kann ich die auch... Oh, guck mal, so halb geschlappt, oder? So, das ist niedlich. Das, finde ich, sieht süß aus. Die Farbe kann ich dann... Ich glaube, ich sehe da oben immer noch grün. Ich weiß ja nicht. Ich sehe schon alles grün. So, aber guck mal, Mannis Körper geht einfach auch gar nicht. Ja, Manni. Ja, so ist besser, Manni. Du bist aber immer noch ein bisschen sehr... Guck mal, und die Rute, können wir die mal... Ah, die muss ich aber hier drüber ändern, ansonsten geht es leider nicht. Schau mal. Oh, jetzt ist die... ja, sieht sehr gut aus. Nicht... So, vielleicht. Jetzt muss ich da nochmal in den Anstrichmodus. Das geht natürlich nicht. Oh Mann, oh Mann. So, zack, zack, zack. Mal gucken, was er dann noch für ein Muster oder für ein Fell kriegt. Ich möchte ihm eigentlich noch ein paar dunkle Flecken oder vielleicht weiße Abzeichen machen. Dem Manni. So. Ja, aber man erkennt ja jetzt schon mal, dass das ein Hund ist, oder? So. Ich hoffe, ich komme da noch dazu, irgendwelche Abzeichen zu machen. Die Brust ein bisschen rein hier, Manni. Was ist los mit dir? Den Kopf ein bisschen höher vielleicht. Den Hals, nee, höher. Und kann ich hier... So. Oh. So, stell dich mal hin, Manni. Ja, jetzt ist der Hals viel zu lang. Guck mal, so. Und da ist auch immer noch ein bisschen... Naja... Oh Gott, jetzt sieht Manni aus wie eine Giraffe. Guck mal. Njoon. Können wir das ein bisschen... Manni, die Giraffe. Vom Schaf zur Giraffe. Das gibt's nur bei Damakash bei Sims 4. Wenn du auch mal jemanden vom Schaf zur Giraffe machen möchtest, ne, sende mir deine Sims. So. So, Achtung. Hier ist noch rot. Das geht ja mal gar nicht. Okay, ich finde den Hals auch immer noch ein bisschen lang, muss ich zugeben. Aber geht irgendwie auch nicht kürzer. So. So finde ich eigentlich ganz gut. Und jetzt müssten wir hier genau das Gesicht ein bisschen schmaler, oder? Also, ja, so ist ein bisschen besser. Vielleicht den... Nee. Die Schnauze doch wieder ein kleines Stückchen länger. Die Hamsterbacken. Manni hat leichte Hamsterbacken, glaube ich. So will ich die Öhrchen vielleicht nicht ganz so. Vielleicht so. Oh, wie süß. Aber man kann dann keine Schlappohren, kann ich dann nicht nehmen. Ne? Das funktioniert leider nicht. So. Da hat Manni noch einen leichten Buckel. So, ne? Guck mal. So, Manni. Okay, jetzt muss ich mal nach dem Fell gucken. Manni, was für ein Fell hast du denn eigentlich? Zeig mal her, Manni. Das Fell. Oh Gott, Manni. Ja, das passt zu Mannify. Schau, wie süß der Manni jetzt ist. Oh, aber guck mal. Das ist hier noch Detailbearbeitung wahrscheinlich, ne? So ein bisschen. Eieiei. Ja, so ist ein bisschen freundlicher. Oh. So, aber ich, wie gesagt, ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen... Ich lasse die rosa Schnauze und so lasse ich auch. Ich möchte aber in den Anstrichmodus noch und ihm ein bisschen weiße Abzeichen hier vielleicht hinmachen. So richtig schneeweiß. Guck mal, hier so hat der Manni nämlich... wie man unschwer erkennen kann. Weiße Abzeichen. Schau. So. Ja, das ist süß. Und Manni hat natürlich auch eine weiße Schwanzspitze. So.
Ah, oh, der Manni. Und dann hat er hier so ein weißes, eine weiße Pfote. Aber nur die eine Pfote ist weiß. Bei Manni. Oh, jetzt habe ich da hinten weiß erwischt. Naja, gut, unterm Bauch soll er eh ein bisschen weiß werden. Mach mal das Männchen, genau. Dann kann man nämlich hier drunter. So. Ja. Der Manni, ne? Und ein weißes Ohr hat er. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, mein Timer geht. Aber Gott sei Dank nicht. Ein weißes Ohr hat Manni. Oh, der Manni, ne? Upsala. So, jetzt brauche ich das ein bisschen größer und drehen. Ne, so vielleicht. So. So. So, ne? Hat er da nämlich so ein bisschen weiß am Kopf. Und hier so müssen wir ein bisschen, wisst ihr, die Fellausläufer machen sozusagen. So, und auch hier am Schwanz muss das natürlich. So. Und einmal größer und so drehen. Ja, mhm. So, stell dich mal hin, Manni. Ja, da, guck mal hier. Oh, der Timer ist abgelaufen. Okay, okay, der Timer ist abgelaufen. Mehr kann ich an Manni nicht machen. Guck mal, wie findet ihr Manni? Ja, ist Manni gerettet? Das ist Manni. Hallo, Manni. Und tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir von Herzen gerne einen Daumen nach oben da. Ich sehe gerade, die Webcam ist gar nicht an. Dann brauche ich auch nicht winken. Und schickt mir, wie gesagt, eure Tiere. Wenn ihr die nächste Tierrettung nicht verpassen möchtet, dann auf jeden Fall ein Abo dalassen. Kostet ja nichts. Bis nächstes Mal. Ciao, deine Damakasch.